Dornen. Ja, wo sind denn Dornen? Keine Ahnung, siehst du nicht, aber die sind da. Das ist heiße Atem vom Uli, oder was? Mhm, genau. Weil ich chinesisch essen war. So, ich bin da. Jo, dann geh ich mal auch raus. Hier. Gut, ich gehe dann auch aus meiner Diamantenhöhle erstmal raus. Ach, da war der Andi. Hm. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich stehe da oben drauf hier. Ach, da oben. Da ist Steffi auch schon. Mhm. Ich lege gerade noch mal Sachen auf, dann komme ich. Beziehungsweise seid ihr auch noch nicht so. Sie ruft jetzt gerade wieder wie Sau. Nö, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Wir kriegen wieder euren Scheiß ab. Habe ich noch ein Ding dabei? Obsidian habe ich jetzt noch dabei, 23 Stück. Mhm, gut. Obsidian habe ich auch noch welche, wenn du welche brauchst. Ich gehe gerade mal zu meiner Wohnung. Leg dich mal in dein Bettlein, dass du noch mal. Jetzt müsste ich mal echt mal wieder, weil das letzte Mal, wo ich im Bettchen war, das war ich in meinem Tunnel. Beim selbstgebuddelten. Warum ist denn da vor dieser Tür so eine komische Hin- und Herwand? Mann. Das hat der Andi gebaut. Eine Hin- und Herwand? Man kommt nicht direkt gerade an die Tür ran, man muss. Genau, das war der Andi. Volle Seite ranlaufen. Ach, der wieder. Naja. So. Halt rein da! Ey, hau doch nicht ab, du Scheißlore! Ach, und übrigens, seit neuestem, wenn du in die Lore dich reinsetzt, ja, einfach nur vorwärts drückst, nach einer Sekunde rutscht es dann auch vorwärts. Das stimmt gar nicht, ich hab's ausprobiert. Es geht bei mir. Du bist eine Frau, bei dir geht's nicht. Ja. So, Eisenschwert. Yippie! Soll ich mal eine. Ja, Diamantspitzhacke brauche ich. Ja, einer muss ja dann zurückgehen und das Ding abwürzen. Oder mache ich mir noch schnell zwei Bögen und nehme Pfeile. Boah, ist das laut. Ist die Bahn laut. Ja, das habe ich mir auch. Ich musste während der Fahrt die Geräusche leiser machen. Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden, deswegen habe ich so laut gesprochen. Es ist wirklich wahnsinnig laut. Was stehen hier auf der Kiste rum? Ach, Steffi, sind das da? Wo bist du denn? Ja, die kannst du wegmachen, beziehungsweise hier. Das waren die, wo ich gebaut habe, als ich mit Olli seine Kisten besprengt habe. Schön gesagt. Ja genau, was ist denn da noch anders? Oh ja. Oh ja. Stimmt, freut mich. Okay, Pfeile habe ich hier 100 noch irgendwas. Jetzt ist nicht so laut. Jetzt habe ich aber wieder die zweite Lore, die einfach so weggefahren ist, eingeholt. Jetzt ist es wahnsinnig laut. Wenn du eine Lore vor dir herschiebst. Ja. Aber die fährt doch nochmal. Ach, die holst du immer wieder ein, ja. Klar. Ist ja logisch. So, jetzt ziehe ich mich auch mal an. Oh, ich brauche eine Hose, Moment. Gibt's eigentlich auch so ein Naked Skin oder so? Naja, du kannst dein Ding so anmalen, wie du magst. Gibt's auch coole. Also einen Donald Duck habe ich noch. Den habe ich ja noch nie ausprobiert, also ich weiß nicht, wie er aussieht. Du und bist ein Darth Vader. Ein Jedi-Ritter habe ich auch noch, aber der sieht nicht so gut aus. Heiliger, hast du den denn auch mal gehabt? Den was? Den Han Solo? Den Han Solo habe ich das auch. Ist genau, der Han Solo, das war mein erster, ja. Mhm. Genau. So. Guck mal, Ralfi, was mein Bogen alles kann. Was macht er? Oh. Oh ja, ich sehe schon. Du wolltest mich jetzt in Brand stecken, ja? Du Arsch. Das hat er mit mir so oft gemacht. Böse Bube. So. Ich hau dich gleich mit meinem Diamantschwert. Was habe ich dann? Keine Ahnung. Rückstoß 5 oder so? Ein Herzschaden oder so. Ist vielleicht auch. Oh, jetzt stehen hier drei. Na toll. Jetzt stehen hier drei Loren.
Und jetzt fährt meine wieder rückwärts. Ey, wo gibt's sowas? Jetzt fährt die rückwärts, jetzt fährt die ganze Strecke wieder zurück. Sind die nicht alle mit? Kann mal bitte einer die Loren da oben entfernen? Ich fahr jetzt wieder zurück, ich kann ja nicht anhalten. Ne, steig aus. Aus. Mach einfach deine Lore. Mach deine Lore. Bleib doch dann stehen irgendwann. Ich will nicht, dann muss ich mich los. Tolle Idee hier, ehrlich. Also wir können mal kurz rausgehen, weil dann kann ich euch mal zeigen, wo das vor der Tür rausgekommen ist. Hat mal einer die Loren da oben entfernt jetzt? Ja, weil sonst fahr ich gleich wieder rückwärts. Warte, ich geh schnell hin. Ja. Ich dachte, du hast einen Führerschein. Ja, aber ich stehe auf der Schräge und dann fährt es gleich wieder rückwärts. Ich komme gar nicht mehr so oben hin. Mensch. Ach, Andi, du wartest oben auf mich. So, jetzt sind sie weg. Gut. War ja witzig. Also das hier war der erste Versuch. Also hier kam das erste Tor raus, nachdem wir das Tor zerstört haben und ins gleiche zurückgegangen sind. Wo hier? Diese vier Dinger da, genau. Oder okay. Abfließt. Und das zweite Tor war nämlich dann, was man da hinten jetzt sieht, dieses... Ja, das habe ich vorhin schon gesehen, hinter der Hütte. Also wir können jetzt entweder durch das gehen oder unten im Keller, ist eigentlich egal. Kommst. Warum fahre ich jetzt wieder rückwärts? Ich hab's gesehen. Wollen wir ein paar Tränke mitnehmen? Das ist was könnte man da gebrauchen? Das ist das Problem, ich hätte ja Regenerationstrank nehmen wollen, weil wenn sie ein Haufen Schweine sind, dann kriegst du immer was ab. Nur dazu braucht man Gasttränen. Ja, haben wir nicht viele. Haben wir nur eine. Und ansonsten, ich glaube, was mal Heiltränke. Warte mal, ich kann mal nachgucken, ich habe doch eine kleine Übersicht. Druide, brau uns mal was. Ah, jo, hier, was ist denn da los? Öffne dich. Sesam, öffne dich. Weizen, öffne dich. Mal sehen, ob ich jetzt nach oben komme. Pass auf, ich schwimme mal schnell... 12 Schaden zu. Nee, das brauchen wir nicht. Ich schwimme mal schnell rüber zum Leuchtturm und schau mir mal an, wie der innen drin aussieht. Den muss ich noch umbauen. Der schaut noch an. Aber hast du den überhaupt schon mal im fertigen Zustand gesehen? Nee. Ja, gesehen habe ich ihn schon, aber... Hast du die Lore jetzt wieder runterfahren lassen? Wie, du hast die runtergeschubst. Das war keine Absicht! Ja, gut, hab ich auch nicht gesagt, aber du hast es gut gemacht. So, ich jetzt. Oh, mich sicher das. Also, wir können noch ein paar Heiltränke machen, da brauchen wir halt Melonen und Gold. Ja, Melonen habe ich genug. Und Gold müssen wir Nuggets draus machen und dann immer quasi ein Goldbarren und eine Melone gibt eine funkelnde Melone. Dann haben wir eine. Okay. Was haben wir denn da? Eine 6. Die 6 stellt 6 pro Trank wieder her. 6 Herzen. Ein Sextrank? Nein. Und wenn wir dann noch einen Leuchtsteinstaub nehmen, dann macht er 12. Aber die haben wir auch nicht so viel, glaube ich. Ne? Am besten, ich wollte noch Pfeile mitnehmen. Also ich kann auch Langsamheitstrank und Schwächetrank. Ne? Mal lieber mehr als 64 Pfeile nur mitnehmen, ne? Also ich hab 50. Ja. Verdammt. Ich bin ganz oben. Oh, hier sind zwei Stühle. Ich kann dir welche geben. Ich brauch sie ja innen. Ich bleib ja eh im in der Real World. Also zum Schlachten gehst du mit runter? Ja. Mensch, ich weiß ja gar nichts. Was ist denn der Hebel da oben drauf? Dann kannst du die Spitze rein und ausfahren. So ist es geplant, auf jeden Fall. Siehst du? Ah ja, ich sehe die Spitze. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen mit Excel geplant. Excel Rose? Wie mein die Treppenaufgänge sind, damit ich mal ordentlich um die Kurve rumkomme, auch im oberen Bereich, weil das ist jetzt zur Zeit ein bisschen eine Notlösung, dass du da hochkommst. Guck doch mal auf der Minecraft-Wiki-Seite. Da sind irgendwo Programme, wie gesagt, womit man richtig dreidimensionale Sachen sozusagen bauen kann und er die dann in Kasten, in Würfelform wiedergibt. Bin mal kurz weg. Gibt's auf der Wiki-Seite was? Ja? Ja. Warte mal, ich guck mal schnell selber. Präsentation.
Minecraft Wiki. So, wo waren das? Handel, Crafting, Modifikation, Links. Programme und Editoren, hier war es, glaube ich. Hört sich schon mal gut an. Weil eigentlich habe ich ja gehofft, dass wenn ich in den Nether runtergehe, dass ich ja wieder in unsere kleine Höhle rauskomme. Dann kann ich ja ungestört arbeiten. Aber ich habe es mir jetzt echt gewundert, weil wir echt woanders rauskommen. Das ist eine ganz offene Stelle. Links und rechts davon ein Haufen Schweinekopf. Es gibt hier auch ein Programm zum Redstone-Schaltung simulieren. Oh. So, das war so. Was für Anfänger. Wir testen das aus, weil wir bauen da nicht unsere Redstone-Leitung in vier Ecke. Tja, wo war das? Das war doch hier. Aber wo? Was gibt's denn hier noch so? Blablabla, Werkzeuge, Links, Spezialseiten. Aber die Aussicht oben ist schon cool, ne? Vom Turm? Mhm. Ich hab gar nicht runtergeguckt. Ja, wie? ich war von dem Schalter so fasziniert, den habe ich 50 Mal betätigt, aber ich hab nicht runtergeschaut. Hast du die Goldpumpe hoch und runter fahren lassen, ne? Ja, genau. Ich hab probiert, ob das Programm abstürzt, wenn ich ganz schnell klicke. Aber nee. Weil das hellste ist zurzeit noch Fackeln, glaube ich, ne? Oder. Ja. Und dann habe ich halt jetzt. Von der Leuchtdings her meinst du, ja, da könnten Fackeln wahrscheinlich das. Oder waren das sogar Kürbis-Laterne sogar noch heller? Ich glaube, einen Tick noch heller. Das müssen wir mal ausprobieren. Aber es war jetzt gerade nicht so der Hit. Und dann weit strahlen, vergiss es. Wenn hier. Du musst mal auf Werkzeuge, Programme und Editoren. Da gibt es dann, vier. Wenn du dann auf spezielle Programme gehst, dann hat er hier zum Beispiel liest ein 3D-Modell und konvertiert dieses in einen Bauplan für Minecraft. Dann gibt's